So, dann herzlich willkommen. Es ist 18:53 Uhr, heute mal etwas früher. Wichtig heute zu sehen ist, dass der Nikkei extrem gestiegen ist. Er ist 750 Punkte angestiegen, jedenfalls im Future-Bereich. Und wenn man das jetzt hier sieht, ja, Parkettbörse hatte hier, ja, ich habe hier auf Parkettbörse umgestellt, der schon hoch von 15.820 erreicht. Und hier im Future-Bereich hat er schon die 16.000er-Marke überwunden. Beziehungsweise steht jetzt hier halt genau, ja, in diesem Kaufbereich bzw. Widerstandsbereich. Jetzt ist es natürlich hier schon schwierig, nachdem er am Stück über 1000 Punkte zugelegt hat, wie man jetzt hier das Signal handhabt. Entweder wieder halbe Positionsgröße und einen Rücklauf dann auf die volle auffüllen oder dann den kompletten oder einen Rücklauf erst abwarten, dann einsteigen. Mal sehen, man ist ja hier mit dem Hang Seng Index noch investiert, weil er einfach besser aussah. Und hier ist es eben jetzt, ist ja nur die Indikation und liegt halt genau in dem Bereich drinnen. Ich kann jetzt hier in die Indikation natürlich auch umschalten. Ja, 16.100, wie gesagt, er ist genau jetzt in diesem Bereich drinnen. Beim DAX, der hat hier auch vorgearbeitet, hat dieses Signal jetzt genommen auf 4 Stunden Schlusskursbasis und kann jetzt hier mit dem Rücklauf auch weiter long gehen. Aber hier ist man ja schon, unter anderem war man hier long, beziehungsweise mit den Aktien, die hier mit der ProSieben auch vorgestellt worden ist. Hier fast im Tief wurde gekauft und die Woche davor war auch schon in Beiersdorf erfolgreich. Der Wochenchart liegt natürlich, weil wir heute erst den ersten Tag haben, ist jetzt noch nicht so wichtig. Allerdings, wenn man Tageschart schaut, dann ist hier halt auch natürlich das Gap entstanden. Das dürften die Bären etwas in Bedrängnis bringen. Eine Merck ist ja auch ein DAX-Wert, ist zwar ein Wochensetup, hat jetzt hier eine wichtige Marke mal auf Tagesbasis auch überwunden. Wenn das Schlusskursbasis so bleibt, wäre natürlich erstmal gut, nur bis 95 einzusteigen und nicht jetzt gleich 98 oder auch 100, weil dann ist der Kurs schon viel zu weit gelaufen, um ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu bekommen. RWE war heute kurzfristig ja sogar auch Tagesgewinner. Das passt soweit, war ja auch am Wochenende beschrieben worden und eine BMW genauso. Die DAX, die Autoaktien konnten heute schön anziehen. Facebook liegt im Plus, aber da warte ich jetzt hier definitiv erstmal ab, ob es ein neues Hoch hat. Das war ja so beschrieben, dass man hier langfristig oder nicht langfristig, Monate vorher wurde hier das Kursziel definiert und davon ist er dann tatsächlich exakt abgeprallt. Die Dings kann ich nachher mal auch oder morgen aufrufen. Ich habe die gefunden auf dem Godmore Trader, dass ich jetzt hier nichts Blattes Blaue vom Himmel erzähle. Die Marke war schon sehr lange hier festgeschrieben. Bei den kleineren oder Nebenwerten ist, finde ich hier die Borussia Dortmund immer noch interessant, obwohl es heute hier weiter hätte steigen sollen, deutlicher steigen. Die Metro hat jetzt ein Kaufsignal generiert und dürfte hier Richtung 30 Euro ansteigen.
Randgold, da wurde auch eine Zielmarke erst vor kurzem eben definiert mit dem Ausbruch. Genau, jetzt erstmal hier gedreht. Der Goldpreis, ja, ist eigentlich im Minus. Die Aktien im Plus, wundert mich jetzt hier ein bisschen. Ja, mal schauen, was sich hier ergibt. Ein Frucht fehlt fast definitiv noch. Also ein neues Hoch nochmal in dem Bereich. Aber man darf jetzt hier wirklich gespannt sein, ob der Bereich hält, was es verspricht oder was ich eingezeichnet habe, und davon dann eine stärkere Gegenbewegung. Im Forex-Bereich, das wird hier morgen bzw. eben auch heute Abend schon interessant sein, der macht jetzt hier das Kaufsignal, schließt auf Tagesbasis auch über diese Marke. Tagesbasis war eh eingestellt. Auf Wochensicht, das ist auch noch ein wichtiges Level. Also das wird morgen US-Dollar gegen kanadische Dollar auch das Thema sein. Hier habe ich ja schon im Stream was Neues vorgestellt, und beim Silber hat er hier von der Bereich eine große Aufwärtsbewegung hingelegt, kann jetzt hier aber auch noch kein neues Hoch an den Tag legen. Das sind eigentlich auch Korrekturen, Kaufzonen. Also ich sehe da noch nicht wirklich ein Ende erreicht. Natürlich kann hier das auch das komplette nochmal korrigieren, aber anschließend dürfte der Weg weiter nach oben zeigen. Das war's. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.